Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, heute etwas anderes Video, und zwar schauen wir uns heute die Neuigkeiten zum LS 22 an, und zwar welche neuen Fruchtsorten es gibt. Genau, da schauen wir jetzt einfach mal rein. Genau. Ich werde euch einfach ein bisschen was dazu sagen. Da sieht man auch Ingame-Aufnahmen jetzt gleich. Genau, ich schalte ein bisschen lauter. Und heute werden wir ein bisschen über die neuen Crop-Types, die zu Farming Simulator 22 und wie wir sie in das Game gebracht haben. Wir haben drei verschiedene neue Crop-Types für Farming Simulator 22. Sorghum, which is a new grain type, and of course. Genau, da war zum Beispiel gerade wieder oder eine Ingame-Aufnahme. Can be then placed with our new build mode into the game. So you'll be able to place them in these beautiful rows and then use new machinery. So kann man zum Beispiel Wein anbauen, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal kurz nochmal zurück. So schaut es dann aus. Wird auf jeden Fall auch interessant. Da sieht man jetzt auch schon ein bisschen die Ingame-Sachen. Und die Karte wird rund sein, nicht mehr eckig. Oben schaut es dann so aus. Genau. Dann ich skippe einfach ein bisschen. Drescher. Dann Geschwindigkeitsanzeige. Ah. Geschwindigkeitsanzeige seht ihr gerade nicht. Warte. Geschwindigkeitsanzeige unten rechts. Ja. Schaut auch. Ja, anders aus auf jeden Fall. Mal schauen, wie sich es dann so macht. Genau. Genau, da sieht man einen Traktor, einen kleinen, mit einer kleinen Grube hinten dran. Ich tue das am besten ein bisschen schneller machen. Genau. Da sieht man auch nochmal ein bisschen das neue Menü. Das habe ich euch aber gestern auch schon im Video gezeigt. Da auch nochmal ein bisschen was. Genau. Wird auf jeden Fall geil, der LS 22. Da sieht man halt auch nochmal ein Fahrzeug. Genau. Was gibt es da sonst noch Schönes? Dann stellen wir mal kurz wieder langsamer. Da sieht man halt nochmal das. So schaut es. So schaut es dann in-game aus. Die Wein. Weinsträuche. Dann da sieht man wieder eine Maschine, eine neue. Da sieht man einen kleinen Fendt. Ich finde die kleinen, allgemein die so ganz kleine Traktoren, finde ich auch übelst geil. Wird auf jeden Fall auch interessant. Genau. Dann hier auch nochmal. Ich weiß gar nicht, was es jetzt genau ist. Oder war, besser gesagt. Dann hier eine Fabrik. Genau. Ja, hier sieht man ein bisschen die Karte. Und den Traktor auch wieder. Und den Hänger. Genau, der Punkt schaut jetzt so aus. Ja, ein bisschen anders da halt alles wieder. Und so weiter. Da sieht man auch nochmal, ja, den hat man gerade schon gesehen. Ich skippe das Video bloß ein bisschen. Wer sich ganz anschauen will, gerne, kann sich gerne ganz anschauen. Auf Farming Simulator bei YouTube einfach. Genau, so schaut das Menü aus. Das haben wir auch gestern im Video, habe ich es ja schon gezeigt gehabt. Ja, kennen wir schon von dem Mod jetzt im LS19. Da sieht man, wann man was ansehen kann und wann man es ernten kann, sollte eigentlich auch mit dastehen. Genau. Genau. Da sieht man dann nochmal im November 2000. Diesen November, am 22. November sollte es rauskommen. Genau. Dann schauen wir uns nochmal kurz ein anderes Gameplay an.
Das Like gibt once mir. you start moving Ah, sorry, around, das war echt this is knapp. when the ground Das actually gibt mir auch bloß ein bisschen drüber. Da sieht man noch mal unten links die Karte. Gerade hat man den comes Traktor auch schon alive, gesehen. yeah, fully. Das gibt mir bloß Definitely drüber, weil da four-phase, auch nicht so. durchgehend was And also, I zum noticed Spielen ist, sage ich the jetzt other mal. day while the little waves and rip kind of ties Da sieht man auch noch mal den 17 feet Drescher. beyond. So, Jetzt auch in Action. that's new. Schaut auf jeden Fall schon Some of realistisch you aus. might already notice it, but those look here, the taking effects basically, yeah, Ja, the jetzt sieht man es improved them nochmal. a lot. Oben das Menü schaut auch minimal anders So aus. you now really see how each crop is coming into the header and then feed it into. We wanna Genau, the das brand ist so eigentlich das in dem Video, wo man sieht. Mehr sieht man nicht. Stefan is playing on automatic because it would be far Yeah, too complex genau. to also on the controller. Oder sieht man noch was? Nee. Yeah, in our time. Genau, dann würde ich sagen, was ist schon mit diesem Video? Ja, ein paar kleine Informationen zum LS22 hat es wieder gegeben. Genau. Wir sehen uns dann, ja, heute Abend ab 20 Uhr bin ich dann live. Genau. Und dann, ja, am Montag um 16 Uhr kommt dann auch nochmal ein LS19 Video. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.